bitte darum. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben mich jetzt zum Grübeln gebracht, Herr Kollege Jenewein. Auch wenn ich nicht allem zustimme, was Sie gesagt haben, aber ich überlege gerade, ob das ein Versöhnungsgesetz ist. Also ich denke jetzt wirklich darüber nach, jetzt live hier sozusagen, weil ich versuche jetzt gerade zu verstehen, was ein Versöhnungsgesetz sein könnte. Ich glaube ja eher, es geht darum, dass das Unrecht, das damals ausgesprochen wird, auch als Unrecht bezeichnet wird. Und ich halte das nicht für eine Versöhnung, sondern für eine historische Korrektur, die dringend notwendig war aus meiner Sicht. Also ich glaube, wenn man das als Versöhnungsgesetz sieht, glaube ich, geht es schon ziemlich an die Intentionen des Gesetzes vorbei aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz, und ich freue mich eh, dass wir alle zustimmen zu diesem Gesetz, ist das schon, also auch für Zeithistoriker und Historikerinnen wird das sehr spannend sein, wenn die Zeit des Austrofaschismus durchforstet und erforscht wird, natürlich auch der Umgang mit Austrofaschismus geforscht wird und wie hat Österreich all die Jahre danach, wie ist Österreich damit umgegangen und die Verhandlungen zu diesem Gesetz, die ja doch recht lange gedauert haben, die manchmal auch schon fast am Scheitern waren, wo der Staatssekretär Ostermeier, dem man da wirklich ein großes Lob aussprechen muss, dann auch wieder angespornt hat, da etwas zu tun, es wieder ins Rollen gebracht hat. Man muss sich auch beim Herrn Neugebauer von der ÖVP bedanken und man muss sich besonders bei der ÖVP bedanken. Wir wissen, dass die ÖVP sich gerade bei diesem Gesetz bewegen musste und auch mit gewissen Mythen der Vergangenheit, Geschichte hat ja oft sehr viel mit Mythos zu tun, sich damit auseinandersetzen musste. Leider hängt halt manches Bild noch in einem Parlamentsclub. Das hing nicht, das hängt immer noch. Aber hoffentlich, vielleicht könnt ihr das innerhalb eurer Fraktion auch noch einmal besprechen, ob es wirklich so klug ist, dass ein Bild von Dollfuss noch in Parlamentsräumlichkeiten hängt. Nichtsdestotrotz, wir sind wirklich froh, dass nach all diesen Verhandlungen jetzt hier ein Rehabilitationsgesetz, so würde ich es bezeichnen, zustande gekommen ist. Auch wenn das Wort Austrofaschismus nicht vorkommt, wir sind der Meinung, man sollte die Dinge auch historisch beim Namen nennen, sei es drum, das ist jetzt nicht der wesentliche Punkt. Und am meisten berührt hat uns Grüne der Kontakt einer Familie. Und deswegen sage ich auch, es handelt sich nicht um ein symbolisches Gesetz für zwei Überlebende, es handelt sich für ein ganz konkretes Gesetz für die zwei Überlebende, aber auch für alle Familien, die irgendwie damals davon betroffen waren. Eine dieser Familien war die Familie Fischer aus Graz. Und diese Geschichte hat mich wirklich berührt, weil sie auch natürlich viel Zeitgeschichte erzählt. Dieser Mann wurde in der Zeit des Austrofaschismus im Rahmen der Trotzkistenprozesse verurteilt. Er war ein Trotzkist. Kann man anderer Meinung sein, aber er war nun mal einer. Wurde verhaftet, verurteilt, ist dann nach dem Anschluss vor den Nationalsozialisten geflohen, wurde dann in Frankreich von den Franzosen inhaftiert, weil der Verdacht bestand, er sei ein deutscher Spion, also der zweite Arrest. Dann wurde Frankreich von den Nazis besetzt, er wurde von den Nazis verhaftet und in den KZ Buchenwald eingesperrt, weil er ja Trotzkist war. 1945 wurde er aus dem KZ befreit und 1947 von den Sowjets verhaftet, weil Trotzkist durfte man auch bei den Sowjets nicht sein. Dieser Mann ist viermal inhaftiert worden, viermal verurteilt worden. Ein Urteil war immer noch rechtskräftig und das hat die Familie schon bestürzt. Und zwar das erste Urteil aus der Zeit des Austrofaschismus war immer noch rechtsgültig. Und das ist einfach erfreulich, dass jetzt zuletzt nach den Aufhebungen der Urteile der Sowjetunion, die Sowjetunion hat jetzt schon in den frühen 90er Jahren die Urteile aufgehoben, die Nazi-Urteile wurden ja zum Glück aufgehoben, aber dass das Urteil des Austrofaschismus immer noch gültig war, war natürlich auch historisch nicht korrekt. Und deswegen Dankeschön, dass wir heute eine historische Korrektur hier machen. Vielen Dank.